immaculate right now. That's how I feel, man. Moin Leute, ich bin wieder mit dem Felix unterwegs. Sind heute auf dem Weg zur Alpspitze. Mal ein bisschen wie eine winterliche Tour mit vollem Gerödel, ohne Übernachtung. Schöne Tagestour. Sind jetzt mit irgendeiner Bahn hier hochgefahren. Auf den irgendwas. Osterfelder. Osterfelder. Und jetzt sind wir gerade am Zustieg. Laufen gerade noch hier an der Piste entlang. Und dann geht's hoch hinaus. So, nach anfänglichen Unsicherheiten haben wir jetzt endlich den Steig gefunden. Haben eine Menge Schnee, haben jetzt erst von Steigeisen auf Schneeschuh gewechselt, dass wir nicht so tief einsinken. Und dann geht's weiter. Die Sicht ist auch relativ schlecht. Hinten geht's halt bei dem markanten Nebel dann hoch. Da seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Gut, Schneeschuhpart ist beendet. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da geht es jetzt hier wirklich direkt los. Hier geht es steil und dann ist hier ein Klettersteig auf die Alpspitze. Ich hoffe, die Kamera stellt sich scharf. Kamera habe ich im Rucksack, weil wie bei diesem bisschen Kletterei ist halt schon ein bisschen doof, wenn die Kamera frei hängt. Wir wechseln jetzt das Steigeisen, ziehen unser Gurtzeug an und waren Seil griffbereit und alles. Und dann geht es da hoch. Wir werden noch hier gefolgt von zwei anderen Typen, die sind ganz cool mit dem Messgerät, die folgen jetzt unserer Spur, die haben es halt relativ leicht hier bei dem Tiefschnee. Ja, Ausrüstungstechnisch haben wir einiges dabei, das zeigen wir dann vermutlich irgendwann im Laufe der Tour. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Bilder machen. Wegen dem Wetter habe ich jetzt meine Spiegelreflexkamera weggepackt. War recht nass und eisig und daher habe ich jetzt mit der Contour 2 gefilmt. Die habe ich oben auf dem Helm drauf, sieht man ja in einigen Aufnahmen. Ja, man sieht es recht gut, wie steil das Gelände war. Wir haben die Eispickel als Gehstock genutzt. Es gab ein technisches Problem mit der Kamera. Ich vermute, dass entweder der Schalter oben ein bisschen Eis abbekommen hat innen drin und daher nicht in die vorderste Raster gekommen ist. Dadurch sind die Videoaufnahmen entweder nicht gestartet worden oder wurden automatisch abgebrochen. Oder meine Helmbefestigung war irgendwie ein bisschen im Weg. Auf alle Fälle haben wir daher kaum Konturaufnahmen. Und viel von der Tour ist jetzt gar nicht dokumentiert. Ja, die Kamera leidet halt ein bisschen an der Feuchtigkeit. Die Linse ist relativ verschmiert. Es klart gerade ziemlich auf, zumindest nach unten, auch am Himmel ein bisschen. Das sieht man ganz gut. Richtig nice, kriegt man auch langsam Aussicht. Wunderbar. ja, hier ist eine Kante, man sieht hier, es geht schön runter. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera halbwegs erkennen. Ja, vom Klettersteig, Stahldraht ist natürlich dann teilweise unter einem halben Meter Schnee verborgen. Und hier geht es jetzt hoch. Wir haben jetzt entschieden, ein Seil rauszuholen, in Seilschaft zu gehen. Haben wir auch ein paar Meter vor uns noch eine andere Seilschaft. Und holen jetzt halt auch die Echsen raus und sowas, also ein bisschen Kletterausrüstung ist schon dabei. Ich habe auch diesen neuen Gurt und hier ist alles mal schön eingeweiht und benutzt. Zweites technisches Problem war, dass ich das Mikrofon an der Kamera entweder nicht richtig angeschlossen habe oder nicht richtig anschließen konnte wegen dem Eis. Daher vertone ich jetzt auch so einige Videos nach, dass diese Videos jetzt überhaupt als Adventure Vlog nutzbar sind. Man hat es gerade gut gesehen, wo wir hochgegangen sind. Man sieht, wir gehen in der Seilschaft. Sprich, wir sind beide mit einem Seil aneinander gebunden. Wenn einer fällt, dann baut der andere den Anker. Hinter uns oben ist der Gipfel, das ist die Alpspitze. Jetzt auf dieser Höhe ist kaum noch Schnee vorhanden. Der Schnee ist vielleicht 10 cm hoch. Weiter oben ist noch Klettersteig. Der ist recht einfach zu gehen, vor allem mit dem wenigen Schnee. Jetzt überlegen wir, wie wir weiter vorgehen. Die Seilschaft hinter uns, die hat es schon umgedreht, dass die noch an die Gondel kommen, die mit ins Tal fährt. So sparen die sich eine Menge Zeit. Wir sehen den Gipfel zwar schon dort oben, haben jetzt aber für uns beschlossen, dass wir auch umdrehen werden. Wir bräuchten noch ungefähr eine bis eineinhalb Stunden bis zum Gipfel. Das Ganze mit einer relativ geringen Schwierigkeitsstufe. Aber weil wir noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder unten ankommen wollen, und mit Glück vielleicht sogar noch die letzte Gondel erwischen wollen, werden wir hier jetzt eine Rast machen, werden ordentlich was essen und dann umkehren und den ganzen Weg zurückgehen.
weil nachts bei schlechtem Licht über die Schneefelder zurück ist schon nicht so optimal. Besonders wenn man im Gebirge unterwegs ist und erst recht, wenn man nichts zum Übernachten dabei hat, sollte man seine körperlichen Leistungsfähigkeiten kennen, aber auch die zeitlichen Limits kennen. Man sollte wissen, wann man wo ist und wann man umdrehen muss. Und an dem Punkt sind wir jetzt, dass wir feststellen, wir sind doch ein bisschen spät losgekommen, beziehungsweise haben durch die anfänglichen Unsicherheiten recht viel Zeit vergehen lassen. Felix macht sich jetzt von Blabern eine leckere Warmmahlzeit mit seinem MSR-Reaktor. Und ich habe jetzt eben gerade nochmal die Möglichkeit, kurz meine Schuhe zu zeigen. Das sind die Arctrex Arcrux AR, sind Bergstiefel mit herausnehmbarem Innenschuh. Sind besonders bei mehrtägigen Touren sehr praktisch, weil man dann morgens in den trockenen und nicht tiefgefrorenen Schuh steigt. Die zeige ich aber nochmal in kommenden Adventure Vlogs und mache ein separates Video dazu. Hier sieht man uns jetzt beim Abstieg. Das Teil haben wir in dem Fall jetzt einfach nur so mal mitgeführt, weil wir es weiter unten damit da brauchen. Haben uns dann teilweise gegenseitig abgelassen, haben uns natürlich an schwierigen Stellen gesichert, dass wir mit Abstürzen hier im Seil hängen. Wir haben da viel mit Karabinern und allem Möglichen gearbeitet, auch mit dem ATC-Guide. Das ist leider auch alles jetzt nicht so wichtig auf dem Video. Das einzige Video, in dem man einen Karabiner sieht, ist leider dieses hier. Das bricht auch gleich automatisch ab. Bevor wir jetzt auf Schneeschuh wechseln und wieder zurücklaufen, dachte ich, ich zeige mal kurz die Ausrüstung, die ich jetzt so trage. Fange ich oben an. Das ist der Team Mandy Helm, habe ich jetzt im Zug drüber, von daher sieht, erkennt man ihn nicht so gut. Das ist der Exfil SAR. Ja, erfüllt halt viele Normen und ist halbwegs taktisch. Ja. Von Arctrex so eine faltbare Mütze, habe ich auch einen Bericht zu. Black Diamond, Gore-Tex Jacke. Darunter jetzt für den Abstieg, jetzt wo es kälter geworden ist, habe ich meine North Face Thermoball Jacke. Das war jetzt so von der Temperatur echt angenehm. Und unten drunter halt Woolpower 200. Beim Aufstieg hatte ich die North Face Jacke nicht an, da war das gut, weil es war ja anstrengender. Aber jetzt so beim Abstieg, wenn wir jetzt so ein bisschen ruhiger machen mit den Schneeschuhen, ist das so doch schon ganz gut. Dabei hätte ich noch die Hick. Gut, weiter geht's. Machen wir den Gurt, das ist der Arctrex FL365. Habe jetzt noch nicht so lang, das habe ich hier so, da wo es nicht tragend ist, mit ein bisschen Schlemmkreide beschmiert. Hab an meinem Gurt einiges, ist jetzt gerade nicht so sortiert, ist jetzt ein bisschen wild durch die Kletterei. Und daher fange ich einfach mal vorne an, gehe nach hinten durch. Habe ich hier zuerst mein Edelred Klettersteig-Set. Ist halt beim Klettersteig gut, dass man sich halt umhaken kann mit zwei Karabinern. Und dann kann man immer entsprechend an einem Karabiner gesichert sein. Hab Expressen dabei von Petzl. Das sind diese leichten, einmal halt ganz normale und einmal verlängerbare mit dem Nehmerschlinge. Eisschraube brauchen wir jetzt hier in dem Gebiet nicht, da haben wir ja auch keinen Gletscher und kein Eis. Hab hier nochmal eine Standplatzschlinge bzw. 6 mm Rebschnur mit einem Karabiner, daraus könnte ich eine Standplatzschlinge bauen oder irgendwas. Und nochmal hier so ein bisschen Rebschnur, dass wir uns abseilen könnten, das auch mit halt zipfeln. Gut, weiter hinten habe ich zuerst von Wild Country einen Ropeman, ist sozusagen eine Seilklemme. Halt irgendwie, wenn das Rufen passiert, dann könnte ich das Seil irgendwie klemmen. Hab hier so einen Petzl Multihook. Ist halt, wenn wir diese Eisschraube nutzen könnten, könnte man halt in Eis reinbohren, Schnur durchfädeln mit dem Ding und dann daran abseilen. Nochmal Karabiner. Hab hier ja, Felshaken. Haben wir vorhin Nummer 1 benutzt, aber an sich brauchen wir die jetzt nicht zwingend. Ich dachte, hab ich mal dabei. Und hier so ein Terrier. Von DMM kann man die Frontboden so nutzen, aber jetzt nicht wirklich, um sich selber zu sichern oder einen Sturz aufzufangen, sondern eher so, um zwischendurch mal einen Tritt zu machen oder so, oder die Ausrüstung mal dran zu hängen. Elementar war heute Eispickel, habe ich von Petzl den Quark mit Hammer hinten wegen den Felshaken. Sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, habe ich auch schon gut benutzt. War heute wirklich gut, habe den gesichert mit einem Lanyard. Ist elastisch, ist von Crivel. Dann hier vorne, auch wieder wichtig, ATC-Guide. Den haben wir uns die ganze Zeit gesichert, solltet ihr im Video gesehen haben.
eben beim Vorstieg oder auch beim Nachstieg allgemein. Dann können wir uns auch abseilen. Das ist halt ein Tuber mit verschiedenen Funktionen. Dann nochmal Karabiner und hier wieder Expressen, wieder normale und verlängerbare. Gut, Hose von Hackliffs, eine Schist 2. Das ist eine schöne bielastische Softshell-Hose. Das ist bei diesen Temperaturen, vor allem bei der Feuchtigkeit, gut, weil die schnell trocknet. Unten drunter eine Brünje Netzunterhose. Die ist bei solchen Beanspruchungen wirklich super. Unten habe ich meine Arc'teryx-Schuhe. Man sieht, die haben schon ein bisschen durch die Steigeisen jetzt was abbekommen. Das sind die Arc'teryx AR. Die sind eben mit integrierten Gamaschen aus Gore-Tex. Man kann den Schuh rausnehmen, da mache ich irgendwann mal ein separates Video. Steigeisen sind vom Petzl welche, die ich ganz normal komplett anklippen kann, vorne und hinten. Ja, das sind auch die Handschuhe, die waren heute wirklich Gold wert. Das sind von Arc'teryx die Atom SV. Alpha SV. Das sind halt komplett Gore-Tex, auch unter dem Leder und innen drin in der rausnehmbaren Fleece-Liner. Und das ist halt super, auch bei mehrtägigen Touren, dass man die abends trocknen kann. Und wie super Dienste geleistet. Meine Finger sind warm und geschützt. Rucksack, wieder mein halber 50. Ist entsprechend gepackt, Deckelfach oben rein und von dann halt hier Schneeschuhe, Enoch OXM, kennt ihr ja auch schon aus vorherigen Videos. Man sieht jetzt hinter mir schön den Sonnenuntergang, zumindest das, was da so von angeleuchtet wird. Steigen jetzt noch ab mit Schneeschuhen. Das halten wir jetzt aber nicht mehr auf Video fest, ist auch nicht so spektakulär. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir kurze Info in den Kommentaren da, auch wenn es jetzt eine Tour ohne Übernachtung war. Ja, daher sagen Felix und ich ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Obwohl ich jetzt schon das Ende gedreht habe, habe ich mich entschieden, wegen der großen Nachfrage kurz auf Schneeschuhe einzugehen. Du hast auch schon in vergangenen Videos öfter gefragt, ob die etwas taugen und wie groß es so der Unterschied ist zwischen Laufen mit Schneeschuhen und ohne Schneeschuhe. Daher laufe ich jetzt mal durch diesen Schnee ohne Schneeschuhe, werde die dann gleich mal anlegen. Man sieht, ohne Schneeschuhe sinke ich knietief ein, teilweise sogar tiefer. Ich muss immer beim Eintauchen stabilisieren und so ist das Ganze wirklich sehr kraftraubend, vor allem wenn man dann mal stolpert oder in ein Loch einsinkt. Jetzt habe ich die Schuhe angelegt. Man sieht, ich sinke immer noch gewisserweise ein, aber deutlich weniger. Der Fuß muss weniger Stabilisierungsarbeit leisten und daher ist das Ganze deutlich effizienter. Man kann schneller und mit weniger Energieaufwand durch den Schnee laufen. Das sollte es aber auch gewesen sein. Danke fürs Anschauen. Ich habe auch schon vorgesorgt, dass solche Audioprobleme und Videoprobleme in Zukunft nicht auftauchen. Daher bis zum nächsten Mal. Ciao. Bitches used to be stuck up, now they up and down in my cock. Oh.